Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Das nächste Event, das Thrill Seekers Event, steht schon in den Startlöchern. Nächste Woche Dienstag am 13.07. um 19 Uhr sollte es schon soweit sein. Dort startet das Thrill Seekers Event. Es ist ein Arena Event. Es gibt eine neue Map, die sich Overflow nennt. Es wird Event-spezielle Skins geben und es gibt noch einen Extra-Store, einen Summer-Sale-Store. Dort sind zwei sehr, sehr beliebte Skins wieder mit dabei. Nach dem Trailer, den ich euch gleich zeige, der geht gerade mal eine Minute und glaube ich 20 Sekunden, der die Map auf jeden Fall eindrucksvoll vorstellt. Nach diesem Trailer zeige ich euch noch die Skins, die zu diesem Event und dem speziellen Summer-Sale-Event oder Summer-Sale-Store dazu sind. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung zum Trailer gespannt und ich würde mich vorab schon mal über jeden Daumen nach oben freuen und vor allen Dingen über das beliebte Abo, was völlig kostenlos auf meinem Kanal erhältlich ist. Damit unterstützt du mich am meisten. Ich würde mich wirklich sehr, sehr drüber freuen und vergesst vor allen Dingen nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Viel Spaß jetzt bei dem Trailer. This is my kind of event. Let's get wild, huh? Let's go. It's gonna be extreme. No, I don't play by the rules. Give them this way, let's go. They hit me cause I never lose. Stimmed up and ready to burn. No, you're straight out of luck. I'll add you to my kill count. It's showtime. I'm overflowing with excitement. Get ready to stitch him up. I think you'd be dead by now. Don't try this at home. Unless you want to have cool legs like me. Careful, the floor is lava. You look like a clown, bro. My biggest fan's gonna love that. Sometimes you gotta take the bull by the horns. It won't make a difference. We're on a roll, chica. Let's take this win. You know why they come here to lose. No, I don't play by the rules. Go hard. It's go time. You and me, friend. My money's on the robot. So, willkommen zurück. Vielleicht ist es schon aufgefallen, im Trailer sieht man es nicht raus und auch auf der offiziellen EA Apex Seite, wo ich auch die Bilder zu den Skins hier habe, also das ist alles offiziell. Man sieht keine speziellen Regeln für dieses Event raus. Das heißt, wir haben einfach nur einen ganz normalen Arena-Modus, einfach auf einer neuen Map. Aber wie gesagt, ich finde diese Map Overflow optisch extremst geil und bin jetzt schon gespannt, wie sich diese Map spielen wird. Also wir dürften leider davon ausgehen, dass es, wie gesagt, einfach nur eine neue Map und ein paar Skins sind und keine speziellen Regeln. Wir haben zum einen den Event-Store. Ich zeige nur mal ganz kurz, weil ich das alles schon mal in einem anderen Video gezeigt habe. Mirage-Skin, wir haben einen Gibby-Skin, wir haben Revenant und einen Pathfinder-Skin und noch zwei extra Waffen passend zu diesem Pathfinder und Revenant-Skin. Einmal einen 301 und einmal einen R99-Skin. Was aber für viele viel interessanter ist, ist der Summer Sale Store. Und zwar hier hammern und jedes Mal, oder ich werde oft gefragt, kommt der Voidwalker Skin nochmal wieder? Hier werden wir ihn auch ab den 13.07. wieder kaufen können für leck mich am Arsch 40 Euro und zusätzlich noch 40 Packs. Das heißt, ihr könnt diesen Voidwalker Skin nicht einzeln kaufen, sondern ihr müsst mindestens 40 Lappen scheinbar in die Hand nehmen. Vielleicht kann man den ja doch einzeln kaufen, wie wir hier unten rechts an jedem einzelnen Bild sehen. Also zumindest bei dem Voidwalker Skin sehen wir ja die 3950 und rechts daneben sind ja diese zwei Kreise. Das ist wie bei diesen Recolors, die wir uns mit diesen legendären Token kaufen können. Es kann auch sein, dass wir mit dem rechten Analogstick da durchseppen können, dass wir vielleicht auch die einzelne Variante lose kaufen können. Ob das jetzt aber tatsächlich dahinter steckt, keine Ahnung. Ansonsten ist 40 Euro natürlich happig für diesen Voidwalker Skin. Wir haben den Young Blood Skin. Dann haben wir ganz am Anfang noch ein Pack mit Fusen legendären Skin, wo noch 9 Standard Packs und ein legendäres Pack mit drin sind. Wobei ich glaube nicht, dass es ein legendärer Skin ist, weil für gerade mal in Anführungszeichen 900 Coins ist es vielleicht ein bisschen sehr günstig. Und dann haben wir drüben weiter rechts noch ein Lifeline und ein Octane Skin und ein legendäres Pack einzeln dazu und noch ein Gun Charm. Was? Sound the Horn Bündel.
Sound-Hornbündel. Ach, jetzt sehe ich erstmal, das sind 100 Packs dabei. Aber 100 Packs für, ich sag mal, umgerechnet 67 Euro statt 99 Euro oder 100 Euro. Ja, man könnte es als ein Schnäppchen ansehen, wenn man jedes Mal oder jede Season Pack-Opening macht, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Ansonsten ist es natürlich eine teure Sache. Lasst mich in den Kommentaren mal wissen, was ihr von dem Event, von den Skins und so weiter haltet. Vor allen Dingen von der neuen Map. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich wünsche euch schon mal, was haben wir denn heute? Donnerstag. Schon mal langsam aber sicher einen schönen Start ins Wochenende. Ich bin auf jeden Fall, wer zeitnah das Video sieht, gleich auf Twitch wieder live. Wahrscheinlich heute mal mit ein paar Randoms, ranked oder normal auf den OG-Maps. Lassen wir uns mal überraschen. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.